Probieren wir nochmal von vorne. The fucking Wizard of Oz. Von 1993. Und war der Film 39? 33. 33. Gott, haben die lange gebraucht. Okay, was? So. So, nochmal. Wizard of King Oz. Musik, Pasche, alle leck mich am Arsch. Die Schlampe schläft und vergewaltigt sie. Die sieht immer noch nicht aus wie Judy Garland. Die sieht nicht aus wie Glenda. Egal. Munition. Wir gehen eigentlich nochmal treten. Treten? Ah ja, treten ist gut. Scheiß Knochen lasse ich da. Ist das Geld nicht? Ist das Geld? Ah, Geld. Warum sammelt die eigentlich auch Geld? Wow. Gott, muss die Feder leicht sein. Ich weiß wirklich nicht, warum sie Geld sammelt. Ich will es lieber nicht wissen. Sicher, sicher. Kann ich auch in der Luft treten? Nein, war ja klar. Wahrscheinlich mal, wenn es sonst ihr Höschen sehen könnte. Und das Spiel ist ein moralisches Spiel, wo jeder jeden hasst. Nachschritt. Nachschritt, ja. Ja, guck, die gucken schon so. Ich krieg dich, du Schlampe. Fandest du es so? Ja, ja. Geld. Moment! Damit du nicht. Ich bin durch. So. Weil das sieht gar nicht mal aus wie ein Schloss. Das sieht aus, als hätten irgendwelche Idioten da ein paar Spraydosen hingestellt. Oder Dildos. Oder Dildos, von mir aus auch. Oder gleich gehen. Der Dildo von Oz. Schön. Katze! Wann ging sie ja nicht in dem Film auch durch so eine Gegend? Ja. Eigentlich, naja, warum auch? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Vor allem im Film hatte sie Freunde. Wo sind ihre Freunde? What? Du bist tot. Ich bin nicht tot, ich stehe noch. Jetzt bin ich tot. So. Fick dich. Dich auch. Und dich ist recht. Patsch. Voll ins Fressbein. Peng, voll in die Fresse. Das ist so irgendwie... Woo! Na, wie geil! Das ist total unlogisch! Ich kann nicht einfach durch... Das geht nicht! Leck mich doch am Arsch! Warum hat die eigentlich einen Zauberstab in der Hand? Ach, Manu. Hier schon wieder! Okay, diesmal werde ich auch sterben. Das ist... Nee! Das ist illegal. Ich krieg die Munition eh nicht. Scheiß auf die Munition, ich sterbe eh. Ah! Ich werde mir eine Munition holen. Ist aber noch einer. Ja, jetzt ist sowieso... Ich sterbe doch sowieso in diesem Drecksgame. Ich meine, wer kommt auf so eine Scheißidee? Also, wenn ich jetzt runterspringe, dann springe ich gleich die Katze wieder in den Schoß. Das Spiel ist drauf, ausgelegt zu sterben. Das ist nicht so Happy End-mäßig, wo hier. Soll ich mal was sagen? Ja, Operation ist schon tot. Ja, toll, jetzt wollen sie ja damit. Jetzt bin ich Game Over. Aber wollen sie jetzt auch einen damit sagen? Der Hauptcharakter ist tot, du kommst sowieso nicht weiter.